Herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem neuen Quick-Check. Letztes Mal hatten wir die BioNTech, jetzt geht es um die Netflix. Ihr habt es euch gewünscht und auch für die Zukunft in den Kommentaren könnt ihr euch wünschen, welche Aktie wir hier in einem Quick-Check maximum 10 Minuten analysieren für euch, fundamental wie natürlich technisch. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Wisst ihr, einfach unten den Button für Abonnieren klicken. Und ja, Netflix, was für eine Story. Erstmal Riesenwachstumsstory. Jeder kennt das Produkt und das kennen wir von Apple, das kennen wir von Facebook. Produkte, die quasi jeder nutzt, die jeder kennt, die gingen in den letzten Jahren durch die Decke. Und wir hatten Wachstum, Wachstum, Wachstum. Vom kleinen DVD-Verleiher. Netflix hat angefangen damals, DVDs zu verleihen, zu verschicken. Dann konnte man sich die anschauen, ja, bis hin zum größten Streaming-Anbieter weltweit. Eine riesengute Story und die Aktie hat profitiert über Jahre, ist gestiegen auf bis zu 700 US-Dollar und jetzt 2022 plötzlich der Riesenschreck. Quartalszahlen, letztes Quartal 2021 waren deutlich unter den Erwartungen, vor allem das Wachstum der Subscriber, der Abonnenten, und das hat den Markt massiv enttäuscht und wir haben eine Halbierung der Aktie gesehen. Halbiert hat sich der Kurs. Ja, wir sind bis auf 350 US-Dollar runter und da fragen sich natürlich viele, ist das jetzt die Gelegenheit einzusteigen? Soll ich denn jetzt nicht mal in so einen Wert rein, um hier entsprechend dabei zu sein, wenn wieder die nächste Rallye kommt, oder soll ich lieber die Finger davon weglassen, ist das Geschäftsmodell Netflix verbrannt. Wir werden es analysieren, das werden wir jetzt hier im Quick-Check machen und dafür werfen wir als erstes einen Blick auf die Fundamentals, ein bisschen Blick auf das Geschäftsmodell, gucken, woher kommen denn die Gewinne, und dann schauen wir uns natürlich auch die Markttechnik an. Ja, soweit erstmal geht's los. Ja, was haben wir? Rentabilitätskennzahlen. Also es ist kein Wunder, dass der Aktienkurs so gut gestiegen ist. Wenn wir das hier uns über die letzten Jahre angucken, dann sehen wir eigentlich, dass sich, was haben wir? Eigenkapitalrendite zum Beispiel, ich mache es euch mal gerade groß, Eigenkapitalrendite super verbessert hat. Ja, wir sind hier aus dem Jahr, wir beginnen mal nicht ganz am Anfang, sondern 2015, 2014, da wo sich das Streaming so richtig durchgesetzt hat, 16,72% haben wir uns verdoppelt, 38,02 sind wir im letzten Jahr gewesen. Egal wo wir hinschauen, ob es Kapitalertrag ist, Ertrag aus investiertem Kapital, ja auch die Bruttospannen, die Margen, alles konnte Netflix wirklich deutlich verbessern und das war natürlich immer ein Grund, warum entsprechend hier auch Potenzial in der Aktie war und warum man auch Potenzial in dieser Aktie zurecht sehen durfte. Ja, dennoch müssen wir eins sagen. Woher kommen diese ganzen Verbesserungen? Wie sieht das Ganze aus? Naja, wenn wir uns das Subscriber-Wachstum anschauen, dann geht das quasi linear nach oben. Und Netflix ist es tatsächlich wirklich gelungen, hier 20 Millionen Subscriber quasi pro Jahr zu generieren. On top. Und wenn man sich auch mal die Schätzung von den Analysten anguckt, ja, für die nächsten Jahre, dann seht ihr dieses lineare Wachstum, das ist im Prinzip eingepreist, das erwartet die Börse. Umso größer war dann der Schock eben, als es nicht kam. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, Netflix hat ein unglaublich einfaches Geschäftsmodell, nämlich wir produzieren ein paar Serien, wir lizenzieren ein paar Serien und wir verkaufen die, haben da eine Marge und unsere Marge ist umso größer, je mehr Subscriber wir haben, je mehr Abos wir entsprechend verkaufen können, weil der Preis für die Serie, den bezahle ich einmal, aber entsprechend die Einnahme kann ich ein Millionenfaches haben, wenn ich eben entsprechend viele Kunden habe. Also ganz einfaches Geschäftsmodell und auch ganz einfaches Produkt. Es ist nämlich wirklich rein begrenzt auf Streaming, Streaming von Serien, Streaming von Sendungen. Wir sind gar nicht komplex. Wir haben weder Sportrechte, wir haben keine anderen großen Produkte, die Netflix hat. Das heißt, es ist sehr, sehr überschaubar. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wenn wir die Netflix-Aktie in Zukunft auch im Depot haben wollen, ja, geht das mit dem Subscriber-Wachstum so weiter und woher soll das eben entsprechend kommen? Ja, woher soll das eben kommen? Ohne Abo-Wachstum, das müssen wir hier sehen, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann geht hier nämlich gar nichts. Also wenn wir das in den vergangenen Jahren anschauen, Gewinn und Abo-Wachstum, dann ging das Hand in Hand und das muss sozusagen auch in Zukunft weiter funktionieren. Wenn das nicht passiert, gibt es ein Problem. Ja, das ist definitiv Fakt. Und da haben wir das Problem für Netflix, denn, tja,
Wenn wir uns den amerikanischen Markt mal anschauen, also wenn wir mal gucken, wie sieht es denn am amerikanischen Markt aus, dann ist Netflix zwar der First Mover gewesen im Streaming-Business und Netflix steht ja quasi wie Tempo für Taschentücher, steht Netflix für Streaming, aber mittlerweile ist Netflix längst nicht mehr alleine. Großer, dicker Konkurrent Prime Video, aber auch Disney, HBO, Apple TV, es kommen immer mehr Anbieter auf den Markt und ich meine, die Market Shares, die sind nun mal begrenzt, die Anteile, und die teilen sich dann eben neu auf, und Netflix hat schon in den letzten Wochen und Monaten extrem verloren eben an neue Anbieter. Wir sehen das hier eigentlich ganz schön auf einer Darstellung von Just Watch. Und da kann man einfach sehen, der Streaming-Markt ist hoch wettbewerbs, high competitive, also das ist ein hochgradig wettbewerbsintensiver Markt, und während neue Anbieter zugewinnen, kommt Netflix, dass sie entsprechend hier Marktanteile verlieren. Und der Markt an sich, und das ist eben die Frage, ich kann natürlich Anteile verlieren in einem Markt, wenn der Markt insgesamt wächst, aber das muss er eben tun. Und da ist es tatsächlich wirklich richtig schwierig geworden für Netflix. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir eigentlich eins, in den USA sind wir quasi ausgereizt. Also das zweistellige Wachstum von Netflix, das wird und kann nur gelingen. Ich habe das hier mal in dieser Grafik aufgeteilt, eben können wir uns auch nochmal gerade in groß anschauen, das aufgeteilt in die einzelnen Regionen. Und wir sehen eigentlich die US-Region, die Einnahmen aus dem Streaming-Geschäft, und hier sind die Nettoveränderungen, also nicht die Gesamteinnahmen, sondern die Nettoveränderungen. Dann sehen wir, dass da im Streaming-Geschäft für die 22/23 in den USA keine riesengroßen Nettoänderungen sind. Ein bisschen, das ist auf einer Preiserhöhung basiert, dass die Netflix gemacht hat, auch noch auf ein kleines Wachstum von den Abos. Aber wir sehen, das soll eigentlich kommen aus welcher Region? Ja, Europa. Und das soll natürlich auch kommen aus Asien. Das sind so die zwei dicken Regionen, aber auch ein bisschen in Lateinamerika, wo das eben entsprechend herkommt. Das heißt, will Netflix erfolgreich sein, dann muss das internationale Geschäft definitiv laufen. Das muss entsprechend anziehen. Und da stellt sich dann die Frage, First Mover waren wir in den USA, aber wie sieht es denn woanders aus? Und da müssen wir eben gucken, dort wo Netflix wachsen will, da ist es eben nicht mehr wie in den USA, dass Netflix als erster da ist und dann sozusagen die anderen hinterherkommen, sondern da kommen jetzt die Konkurrenten wie Disney, wie aber auch Amazon Prime vor allem, die kommen entsprechend alle mit hinzu, und das ist definitiv ein Problem. Und wir müssen uns mal Folgendes anschauen, wenn wir uns die Netflix-Aktie mal im die Cash-Rate angucken, dass Netflix, obwohl sie so ein Wachstum generiert haben, Cash verbrannt haben. Unternehmensgewinne und Cash sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Das werde ich euch auch gleich erklären, warum das nicht das Gleiche ist. Und tatsächlich sehen wir, es gab nur ein einziges Jahr, wo Netflix kein Cash verbrannt hat, und das war 2020. Und das lässt sich relativ einfach erklären. Das war das Corona-Jahr. Da kamen zwei Effekte zusammen. Viele Leute im Lockdown, die entsprechend natürlich sich dann das Netflix-Abo gegönnt haben. Aber vor allem eins, Netflix konnte keine neuen Serien in dem Maße produzieren, wie sie das hätten gewollt. Und da spart man natürlich jede Menge Kosten, wenn ich eben keine neuen Serien produziere. Und diese fehlenden Kosten, die führen dann dazu, dass Netflix positiven Cashflow nur in diesem einen Jahr hat. Und das können wir schon für die Zukunft im Prinzip daraus was ableiten. Netflix hat zwei Möglichkeiten. Sie produzieren weiter sehr teure, aber auch hochwertige Serien und gewinnen dadurch neue Abos. Das ist die eine Möglichkeit. Das geht aber auf die Cash Rate. Da ist weiter ein Burning Cash Rate vorhanden. Oder Netflix konzentriert sich darauf, Gewinne zu machen. Dann wird es aber schwierig, weil dann kann man eben nicht mehr so viel produzieren, beziehungsweise holt sich vielleicht nicht mehr so viel Abonnenten. Das heißt, Netflix ist hier tatsächlich in so eine kleine Wachstumsfalle getappt. Und dieser Free Cash Flow, den wir betrachten, und das ist für mich die wichtigere Kennzahl als Earnings, weil die Earnings, das werden wir gleich noch sehen, da kann man so ein bisschen tricksen mit, aber der Free Cashflow, das ist im Prinzip, welches Geld habe ich zur Verfügung, also wie kann ich meine Kosten finanzieren, und dieser Free Cashflow, da sehen wir, wenn wir hier auf der einen Seite die
Umsätze in Rot sehen, die Revenues, die nach oben gehen, und dann sehen wir aber der Free Cashflow ja teilweise negativ, 2020 positiv. Naja, und jetzt in den Schätzungen, das sind nur die Schätzungen der Analysten, wird er positiv, aber eben nur, wenn es Netflix gelingt, jetzt hier mehr einzunehmen. Und mehr Einnahmen geht nur durch zwei Sachen. Entweder kriege ich mehr Abonnenten oder ich kriege aus dem einzelnen Abonnenten mehr Kohle raus. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die Netflix hat. Und da müssen wir sagen, Netflix als teuerster Anbieter in den USA ist wirklich das High-End, das oberste Ende. Da ist nicht mehr so viel Spielraum für Preissteigerungen drin. Also die Analystenschätzungen gehen also so von 3-4% Spielraum in den nächsten Jahren aus. Aber es muss tatsächlich über neue Kunden entsprechend das Wachstum generiert werden. Und das zeigt sich jetzt im Chart schon mal ganz deutlich. Was ihr hier seht, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eigentlich vollkommen egal. Also wir wissen, in der Tech-Branche, im Growth-Bereich, sind Investoren und Aktionäre bereit, sehr viel für zukünftige Gewinne zu bezahlen. Ja, und dann zahlt man auch teilweise KGVs von 40, 50 und mehr. Aber natürlich nur, wenn man glaubt, dass dieses Wachstum letztendlich sich dann irgendwann in Gewinne auch wandelt und diese zukünftigen Gewinne man einfach jetzt schon einkauft. Und man hat natürlich immer die Idee von Facebook oder Microsoft oder auch Amazon, wo man eine Plattform hat, und die Plattform kostet am Anfang Geld, und wenn entsprechend dann man erstmal seine Kunden auf der Plattform hat, dann verdient man. Ja, das ist Google gelungen, das ist Facebook gelungen, das ist Microsoft gelungen, aber beim Streaming-Business sieht das einfach anders aus. Nur weil ich eben entsprechend über mein Fernsehen im Programm Netflix streame, heißt das nicht, dass ich das nächste Woche noch tue. Wenn mir die Kosten zu hoch sind, dann switche ich vielleicht auf Disney, dann switche ich vielleicht auf Amazon oder ich kündige das ganz. Das ist letztendlich ein Problem. Und das heißt, der Markt beginnt das zu erkennen, dieses Problem, denn er ist weniger bereit, hohe KGVs zu bezahlen. Und das ist für mich gar kein gutes Zeichen. Wenn der Markt niedrige KGVs bezahlt, heißt das, er preist kein Wachstum mehr ein und er möchte jetzt ein realistisches KGV haben. Es gibt immer noch Unternehmen mit guten KGVs, wo man einfach sagt, ich gehe auf die Earnings, aber das Wachstum, das hat die Börse, glaube ich, erstmal abgeschrieben. Deswegen, Netflix hat die Wahl, und das muss man einfach als Aktionär wissen. Growth ist kostenintensiv, oder Profits. Profits birgt aber das Risiko, dass es eben zu Lasten von dem Wachstum geht, logischerweise. Ja, und es ist eben nicht ein Winner-Takes-It-All-Business, wie ich das gerade gesagt habe. Amazon hat irgendwann die Plattform etabliert und alle sind dabei. Sozusagen, man nimmt im Prinzip alle Gewinne, einem gehört der Markt. Facebook ist ein Monopolist, dem gehört der Markt. Also wir, von allen Unternehmen, wo ich eben geredet habe, das waren Monopolstellungen. Das wird Netflix nicht haben, weil das Businessmodell hat niedrige Markteintrittsbarrieren. Das ist also nicht so schwierig. Und es gibt viele Wettbewerber in diesem Business. Und wir sehen das hier. Also Revenues und Average Invested Capital geht Hand in Hand. Und wenn das eben einmal aufhört, wenn ich nicht mehr investieren will, dann ist es nicht so, dass mir dann die ganzen Gewinne auf dem Markt gehören, sondern ja, dann wahrscheinlich mir sogar die Kunden wieder abwandern. Das heißt, das ist keine Option für Netflix. Und das haben wir jetzt eben gesehen. Wir haben unglaublich starken Wettbewerb gehabt. Netflix akquirierte 8,28 Millionen Abos im vierten Quartal, und das war deutlich unter den Erwartungen. Und wir müssen uns überlegen, das Management erwartet in 2022 2,5 Millionen neue Kunden, und das ist ungefähr ein 37-prozentiger Rückgang, was normalerweise an neuen Kunden gewonnen wird. Und das heißt, das hat man jetzt auch in den Analystenschätzungen schon gesehen, ja, das wird nicht mehr jedes Jahr 20 Millionen neue Kunden unbedingt werden. Und das ist eben das große Problem, wenn Netflix die hier nicht generiert, diese 20 Millionen neue Kunden. Ja, die Investoren haben lange Zeit eine hohe Prämie bezahlt, das haben wir eben auch im KGV gesehen, aber wir schauen es uns jetzt nochmal im Branchenvergleich an, und schaut euch mal bitte unten in der Tabelle an, ja, seht ihr Walt Disney zum Beispiel mal als Konkurrent, kriegt nur ein KGV von 20. Ja? Das heißt, das liegt deutlich drunter. Und wenn wir uns dann noch so Sachen wie Fox, Viacom, die nicht direkt vergleichbar sind, aber wenn wir bei Branchen gucken, müssen wir auch gucken, welche Aktien gibt es da. Und Amazon kann ich jetzt hier in dem Fall nicht vergleichen, weil Amazon mehrere Einkommensquellen hat. Dann sehen wir hier, naja, für Netflix wird immer noch ein sehr hohes KGV bezahlt, 124% Prämie. Das
Das sehe ich nicht ganz so hoch. Ich würde es mit Walt Disney vergleichen. Aber wenn wir auf ein 20er KGV auf der Netflix zurückkommen, aktuell sind wir ein bisschen über 30, ja, dann würde das entsprechend ziemlich nach unten drücken. Wir dürfen eins nicht vergessen, wenn Netflix jetzt in den Wettbewerb geht, also Netflix geht in den Wettbewerb mit anderen, dann hat Netflix das Problem, es hat nur das Streaming-Business. Amazon kann Verluste im Streaming-Business querfinanzieren durch andere Bereiche. Das gleiche gilt für Disney. Die haben alle mehrere Geschäftssparten, aus denen man ein zukünftiges Wachstum zulasten der Konkurrenz querfinanzieren kann im eigenen Unternehmen. Das geht aufgrund des einfachen Geschäftsmodells bei Netflix nicht. Und das ist ein mega, mega Problem. Und deswegen glaube ich persönlich eben auch, dass wir hier diese Prämie, die für Netflix als First Mover und als Branchenliebling im Streaming-Business lange Zeit bezahlt werden, dass die zur Disposition steht. Das heißt, dass die eventuell gefährlich ist. Also, einfache Message. Es Erfolg der von Netflix hängt von der Subscription-Fee an. Mitbewerber können das querfinanzieren. Ja, Netflix muss neue Abos generieren oder die Abos teurer verkaufen, um wachsen zu können. Das ist natürlich keine gute Nachricht, logischerweise. Tja, und dann haben wir eben ohne Content Spending, also ohne hohe Ausgaben im Content, kein Wachstum. Und Content Spending, so schön wie es ist, ich baue mir natürlich eine Bibliothek an Filmen auf, die da sind, aber das geht zulasten der Gewinne. Und da werden wir jetzt gleich sehen, das ist ein Problem für Netflix. Ja? Netflix muss sich nämlich entscheiden zwischen Wachstum und Gewinnen. Und wir sehen, dass hier die Erlöse, die sind hier in weiß dargestellt, die gehen nach oben, aber die Kosten, ja, die für Content und dergleichen gehen auch eben entsprechend nach oben. Und das geht sowas von Hand in Hand. Da muss man jetzt eine Entscheidung aus Unternehmenssicht treffen. Was will ich? Wie lange kann ich das durchhalten? Weil, wie gesagt, am Ende winkt nicht demjenigen der Preis, dass er alle anderen Kunden auf dem Markt bekommt, wie das bei den Monopolen der Fall ist, sondern man muss hier irgendwo beginnen, wirtschaftlich entsprechend zu arbeiten, wirtschaftlich zu arbeiten. Ja. So, und das heißt, die Prämie ist sehr hoch. Jetzt haben wir noch ein Argument oder einen wichtigen Punkt bei der Netflix. Natürlich mit jeder weiteren Serie, die Netflix macht und in einem Bestand hat, wird die Bilanz weiter größer mit immateriellen Vermögensgegenständen. Ne? Ein Film ist ein immaterieller Vermögensgegenstand und da muss man gucken, wie werden die in der Bilanz bewertet. Und da muss man sagen, die Rechnungslegung ist sehr schwierig und sehr subjektiv und es gibt bereits erste Analysten, die sagen, hat Netflix da vielleicht ein bisschen auch geschummelt? Wir haben enorm hohe Summen für Kontext ausgegeben. Das heißt, wir haben eine große Datenbank aufgebaut einen großen Stock an immateriellen Vermögensgegenständen. Aber wie werden die denn jetzt genau abgeschrieben? Netflix sagt, ja, eigentlich ist es so, wir sollten 90%, wenn ich jetzt, sagen wir mal, für eine Firma eine Million, für einen Film eine Million ausgebe, sollten 90% in den ersten 4 Jahren abgeschrieben sein, weil je älter die Serie, je weniger wird die natürlich geguckt. Das wäre definitiv ein konservativer Ansatz. Jetzt gibt es aber einige Bilanzanalysten, die sagen, Netflix schreibt gar nicht 90% in den ersten Jahren ab, die schreiben weniger ab. Und es scheint so, muss man dazu sagen, dass Netflix nicht konservativ agiert hier, sondern sehr aggressiv. Und wenn ich natürlich geringere Abschreibungsraten nehme für Produktion, dann sind meine Gewinne jetzt höher. Ich weise höhere Gewinne aus. Das ist auf der einen Seite schön, weil der Gewinn optisch erstmal höher ist, aber der fehlt mir natürlich hinten raus irgendwo und die Bilanz bildet vielleicht so, und deswegen ist der Punkt subjektiv, gar nicht mehr so das echte Gewinnwachstum ab. Und deswegen habe ich eben auch auf den Free Cash Flow geschaut, weil das sagt mehr aus als die Gewinne, weil bei den Gewinnen kann man eben immer ein bisschen schönen. Und man darf sich zu Recht die Frage stellen, die sich viele Analysten gestellt haben, warum gab es denn Änderungen in der Methode bei den immateriellen Vermögensgegenständen? Die gab es nämlich, wenn man sich die Bilanzen von Netflix anguckt. Ja, und da haben wir tatsächlich ein mögliches Problem, das zumindest jetzt nicht akut ist, aber was definitiv nochmal ein belastender Faktor sein kann. Ja, so, jetzt haben wir einige Argumente gebracht. Wir haben für Netflix sie sind immer noch Marktführer.
Damit haben sie eine Strong Pricing Power. Das heißt, sie können immer noch die Preise in dem Segment bestimmen und auch noch erhöhen. Das geht. Und Netflix hat immer noch Möglichkeiten. Ihr kennt das selber. Wenn ihr jetzt ein Netflix-Konto habt, habt ihr es vielleicht mit 5 Freunden zusammen und man kann es auf unglaublich vielen Geräten gucken. Das ist bei Sky zum Beispiel komplett anders. Und man könnte, wenn man hier eine strengere Policy macht, sicherlich noch ein bisschen Abo-Wachstum zusätzlich rauskitzeln. Aber das geht natürlich auch zulasten, dass einige sagen, nee, dann leiste ich mir das eben nicht mehr. Das kann auch kontraverwendet werden. Netflix baut einen riesen Content auf. Das sind Vermögensgegenstände, die in der Zukunft, auch wenn sie abgeschrieben haben, immer noch Wert haben. Wenn man sie richtig abschreibt, dann habe ich sie ja irgendwann abgeschrieben, aber sie generieren immer noch Lizenzeinnahmen. Und vor allem ist es so, Netflix hat sich schon mal neu erfunden. Netflix hat schon mal vom DVD-Verleiher zum Streaming-Dienst und es ist durchaus eine Option, dass Netflix, und das probiert Netflix jetzt auch, in den Spielemarkt reinzukommen und dass man eben quasi seinen Kunden die Möglichkeit gibt, bestimmte Videogames, bestimmte Spiele in dem Abo mitzumachen. Und das erschließt natürlich dann eine neue Einnahme. Man muss aber direkt dazu sagen, Microsoft hat gerade einen Mega-Deal in diesem Spiele-Business abgezogen und da sind auch wieder viele große Haifische unterwegs. Und ob Netflix da überhaupt einen Fuß in die Tür reinkriegt, ist zumindest fraglich. So, was spricht gegen die Aktie? Wettbewerb ist extrem hoch und deswegen dürfte die Pricing Power begrenzt sein. Auch das Abo-Wachstum. Kaum Markteintrittsbarrieren, das heißt, da können noch weitere Wettbewerber hinzukommen. Die Zahlen, wenn wir uns die anschauen, deuten darauf hin, dass das Wachstum in Zukunft zurückläufig ist und dann werden eben auch nicht mehr so hohe KGVs bezahlt. Das Gewinnwachstum alleine von ist alleine von der Subscription-Fee abhängig, das heißt, und den Abos natürlich. Und das heißt, letztendlich muss Netflix Wachstum versus Growth machen. Und der Wachstumskurs ist gefährlich, weil eben am Ende nicht der Winner-Take-It-All steht. Das sind alles alle Argumente, wenn wir die Fundamentals und das Geschäftsmodell uns angucken, wo ich sage, das Filetstück, die gute Zeit ist erstmal vorüber, es sei denn, Netflix erfindet sich neu. So, ja, das waren im Prinzip erstmal die Argumente. Jetzt gucken wir uns aber auch nochmal die technische Seite an. Ja, das ist im Prinzip ja diese unglaubliche Geschichte, die die Aktie nach oben gemacht hat. Ist definitiv richtig nach oben gegangen. Und dann sehen wir den Absturz die letzten 3 Monate. Das hat schon vor den Zahlen begonnen, aber dann richtig. Die Aktie ist bis auf einen technischen Support, der eigentlich bei 380 lag, ist ein bisschen unterstützt, bis 350 runtergegangen. Und jetzt ist jetzt gerade im Rebound. Der Rebound lässt Potenzial 480 bis 500. So, auf der technischen Seite. Unser Preistarget, mein Preistarget liegt allerdings tiefer. Ich denke, wenn wir alle die Argumente aus diesem Video uns genau anschauen, dann können wir dahin gehen. Auf der technischen Seite sehen wir eine dicke Unterstützung bei 250. Und wir sehen, wenn wir dorthin fallen würden, bei gleichen Gewinnen, wie wir sie jetzt prognostiziert sehen, also nicht noch bei negativen Gewinnüberraschungen, sondern schon mit den Gewinnen, die wir erwarten für das Jahr 2022. Und da ist eben in den Schätzungen gar nicht so viel drin. Sind wir irgendwo bei etwas zwischen 11 und 12 Dollar pro Aktie. Naja, und wenn wir dann diesen Trend beim KGV haben, dass eben man Netflix nicht mehr auf der Growth-Seite bewertet, sondern auf der Earnings-Seite, dann fallen wir zurück auf normale KGVs um die 20. 22 wären wir, wenn wir auf die 250 fallen. Und das heißt, da sehe ich noch den Spielraum für die Aktie. Das heißt nicht, die Aktie wird jetzt sofort fallen. Für mich als Trader war die Aktie auf dem ersten Support erstmal ein Kauf bei 380. Ich trenne mich aber auch oder habe mich auch von dieser Aktie schon wieder getrennt jetzt gestern. Und ja, im Moment halte ich eben jetzt keine Position an der Netflix. Ich sage es aber auch direkt, ich plane die Aktie. Für mich ist sie auch eher ein Short-Kandidat, weil hier eine tatsächlich neue Bewertung dieses Wertes stattfindet. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wir haben viele Videos in diesem Quick-Check. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr Bock habt. Und ich freue mich auf eure Kommentare und auf eure Wünsche, welche Aktie wir beim nächsten Mal analysieren sollen. Bis dann, bye bye, euer Birger.